Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Interview mit AfD-Chef Jörg Meuthen beim SWR vom 29. Januar 2021. Zunächst das 24-minütige Radiointerview in voller Länge, kommentiert mit Untertiteln, danach ein paar allgemeine Gedanken. Im Studio Kilian Pfeffer. Diese Woche ist Jörg Meuthen, einer der beiden Parteichefs der AfD, im SWR-Interview der Woche zu Gast. Schönen guten Tag, Herr Meuthen. Guten Morgen, Herr Pfeffer. Herr Meuthen, der Verfassungsschutz will Ihre Partei, die AfD, beobachten. War es das mit der AfD? Nein, ganz sicherlich nicht. Die Probleme hat im Moment auch sicherlich eher der Verfassungsschutz, weil sich sehr deutlich zeigt, dass die Grundlagen für eine Beobachtung bei meiner Partei völlig fehlen. Deswegen gibt es die bis heute nicht. Und ich gehe davon aus, dass, wenn alles nach Recht und Gesetz zugeht, es sie auch nicht geben wird. Also es wird jetzt mehrfach eine Verdachtsfallausrufung angekündigt, die der Verfassungsschutz dann zurücknehmen musste. Wir haben in Berlin erlebt, dass es ein Gutachten gibt des Landesverfassungsschutzamtes, in dem sehr klar drinsteht, oder ein Zwischenbericht, in dem klar drinsteht, es gibt keinen Grund, die AfD unter Beobachtung zu stellen. Die Berliner AfD. Das gilt für die Berliner AfD und das gilt für die AfD im Ganzen. Es gibt keine inhaltliche Grundlage für eine Verdachtsfallausrufung der AfD und für den Einsatz nachrichtendienstlicher Ermittlungen. Das ist schlicht nicht vorhanden und das wissen die auch. Also das ist jetzt natürlich Ihre Perspektive, die Sie als Parteichef auch vertreten müssen. Aber wie schädlich wäre denn die Einstufung der AfD als Verdachtsfall? Aus dem Lager, das Ihnen jetzt nicht so wohlgesonnen ist, hört man, das sei eigentlich egal. Natürlich hat das eine Schädlichkeit. Es hat eine Schädlichkeit für die Wähler, weil die Wähler sagen, wähle ich eine Partei, die unter Verfassungsschutzbeobachtung steht, da wird ja dann auch nicht sorgfältig differenziert. Und es hat sicherlich auch eine Verunsicherung von Teilen unserer Mitgliedschaft, wenn es denn so käme. Deswegen versuchen wir das eben zu verhindern. Und wir haben glücklicherweise das Recht und die Tatsachen auf unserer Seite. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass das so auch gar nicht kommt. Wenn es käme, könnte man meine Partei damit beschädigen. Deswegen machen sie es ja. Das ist genau das, was wir dem Verfassungsschutz und auch den Innenbehörden vorwerfen. Es ist eine politische Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes mit dem Ziel einer Beseitigung des politischen Gegners. Ja, das hören wir natürlich immer wieder, dass das Ihre Auffassung ist. Wobei ja der Verfassungsschutz sehr hohe rechtliche Hürden hat. Also er muss detailliert Beweise dafür sammeln, dass das tatsächlich so ist. Und das wird er auch erstmal vorstellen. Das muss man erstmal abwarten. Sie klagen jetzt dagegen, dass die Gesamtpartei als extremistischer Verdachtsfall eingestuft werden könnte. Aber ist das nicht in etwa so, wie wenn ein Fußballspieler dagegen protestiert, dass der Schiedsrichter ihn möglicherweise vom Platz stellen könnte, bevor er die rote Karte überhaupt rausgeholt hat? Ja, es ist ein schönes Bild. Wenn allerdings vor Spielbeginn, ich bleibe mal in dem Bild, angekündigt wird, dass der Schiedsrichter dies und jenes tun wird, dann würde sich ein Fußballverein auch dagegen wehren, dass der Schiedsrichter solche Dinge tut. Und das ist das, was hier stattgefunden hat. Es gab Medienberichte vom Redaktionsnetzwerk in der FAZ, in der Zeit, dass der Verfassungsschutz plant, für den Montag dieser nun zu Ende gehenden Woche die Verdachtsfallausrufung vorzunehmen. Dann sind wir dagegen vorsorglich vorgegangen und haben gesagt, Moment, dagegen werden wir uns gerichtlich wehren. Das haben wir gemacht, sind vom Verwaltungsgericht gegangen und siehe da, das Verwaltungsgericht hat uns da entsprochen. Und der Verfassungsschutz hat dann eben auch zurückgerudert und hat gesagt, so, jetzt, wir nehmen jetzt davon Abstand, das jetzt auszurufen. Und die wissen warum, weil nämlich die Grundlagen fehlen. Und nicht zufällig lässt Herr Seehofer im Bundesinnenministerium sehr genau prüfen von seinen Juristen, ob die Voraussetzungen denn gegeben sind. Ich kann das nur begrüßen, denn wenn er das sorgfältig prüfen lässt, wird er sehen, dass die Voraussetzungen eben nicht gegeben sind. Herr Meuthen, sollte Björn Höcke die Partei verlassen? Das ist eine Frage, die Sie auf jedes Parteimitglied anwenden können. Andere Fragen, sollte Jörg Meuthen die Partei verlassen? Sie als Parteichef sind jetzt ja nicht irgendwer, den man fragt, ob ein gemeinhin als problematisch angesehenes Mitglied und der vielleicht dafür auch gesorgt hat, dass die Partei in einem gewissen Zwielicht erscheint, ob der die Partei verlassen sollte. Also insofern zählt Ihre Aussage da möglicherweise etwas mehr, als wenn man ein x-beliebiges Parteimitglied fragen würde. Herr Pfeffer, es ist auch nicht Aufgabe des Bundessprechers, Ratschläge auszusprechen, wer denn nun die Partei verlassen soll. Herr Höcke ist Parteimitglied.
Wir haben überhaupt keine Veranlassung, derzeit gegen ihn mit einem Parteiausschlussverfahren oder Ähnlichem vorzugehen. Das ist ein Faktum und die Bewertung einzelner Personen, dieser möge bleiben, jener möge gehen, das ist etwas, was man in der Partei grundlegend nicht vornehmen sollte und ich tue das auch nicht. Lassen Sie uns kurz nach Sachsen-Anhalt blicken. Der AfD-Landesverband dort ist schon als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft worden. Wie sehen Sie das? Ja, ich halte auch das für falsch und ich weiß von den Parteifreunden in Sachsen-Anhalt, dass sie dagegen eben auch rechtlich vorgehen. Das sind nun einzelne Landesverbandsvorgänge, das haben wir in Thüringen, das haben wir in Sachsen-Anhalt und das haben wir in Brandenburg. Das müssen die Parteikollegen vor Ort dann bearbeiten und die gehen dagegen jeweils juristisch vor. Wenn Sie jetzt dann zum Beispiel mal auf Ihren Parteifreund Hans-Thomas Tillschneider blicken, mit sehr vielen, sehr provokanten Zitaten in der Öffentlichkeit nimmt man den immer wieder wahr. Er hat gute Kontakte zur rechtsextremen identitären Bewegung. Er sagt so etwas wie, die Altparteien dienen nicht euch, sie dienen einer globalen Agenda. Der Verfassungsschutz vergewaltigt die Verfassung, indem er die Menschenrechte aufbläht und damit die Bürgerrechte aushebelt. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, nur als Gesetz gegen, aber nicht als Gesetz für Einwanderung und so weiter. Dieser Hans-Thomas Tillschneider ist gerade mit 84% zum stellvertretenden Vorsitzenden der AfD in Sachsen-Anhalt gewählt worden. Gibt Ihnen das nicht zu denken? Ich habe mich dazu ja in Kalkar klar geäußert. Ich bin kein Freund dieser überzeichnenden Formulierungen. Ich erwarte auch im Duktus eine in der Sache harte, aber im Ton vernünftige Herangehensweise. Mir ist das bekenne ich frei und offen, zu marktschreierisch, zu plakativ, auch zu aggressiv. Aber das liegt eben im Geschmack derer, die sich so auszudrücken belieben. Und Herr Tillschneider ist ein Freund sehr deftiger Worte und offensichtlich hat er damit Anklang bei relativ vielen der dort anwesenden Mitglieder gefunden. Bei Ihnen hat er keinen Anklang gefunden? Nein, ich bin grundsätzlich kein Freund einer Ausdrucksweise, die uns in ein schwieriges Fahrwasser bringt. Das ist bei dieser Rede von Herrn Tillschneider, die ich kenne, der Fall und das bedauere ich. Aber das ist eben eine Geschichte einer Aufstellungsversammlung in Sachsen-Anhalt und jeder ist dort frei in seiner Bewerbungsrede das zu äußern, was ihm nur zu äußern beliebt. Haben Sie eigentlich mal mit Hans-Thomas Tillschneider geredet? Ich habe über Herrn Tillschneider darüber mit keinem Wort geredet. Nein, hatte in jüngerer Zeit keinen Kontakt zu ihm. Herr Meuthen, haben Sie sich verschätzt mit dem Rauswurf von Andreas Kalbitz? Als wir im Sommer darüber geredet haben, hatten Sie noch die Hoffnung, dass es ein bisschen Ärger geben wird, dass die Partei dann aber zur Ruhe kommt. Davon kann jetzt aber überhaupt keine Rede sein. Das sehen Sie so, das sehe ich ganz anders. Die Annullierung der Mitgliedschaft von Herrn Kalbitz ist jetzt mehrfach gerichtlich bestätigt. Wenn es überhaupt zu einem Hauptsacheverfahren kommt, das für meine, also soweit ich informiert bin, noch gar nicht eingereicht ist, dann wird das sehr, sehr lange dauern. Und jeder, der sich mit der Materie eingehend befasst hat, weiß, dass das praktisch aussichtslos ist. Insofern haben wir da ein ganz klares Ergebnis. Übrigens genau das Ergebnis, was ich vorher gesagt hatte. Und in der Tat beruhigt sich die Situation. Weil ich weiß gar nicht, wie man da zu einer anderen Sichtweise kommen kann. Das erkläre ich Ihnen sehr gerne. Sie haben ja bei Ihrer Rede in Kalkar ungefähr 50% des Saals gegen sich gehabt, die gegen Sie geschrien haben. Und es war eine Stimmung, die man lange nicht mehr erlebt hat auf einem Parteitag. Ja, das ist demokratische Auseinandersetzung. Und es war eine intensive Diskussion. Das finde ich auch ganz gut. Mir ist das erheblich lieber, wenn wirklich in solchen Dingen gerungen wird. Es darf dabei auch mal laut werden. Also wenn Sie sich so Klatschhäschenveranstaltungen anschauen, wie sie bei der CDU bislang jedenfalls üblich waren, wenn dann Frau Merkel ihre Reden hielt und dann 9 Minuten bestellter Dauerapplaus kam. Also diese Klatschhäschenveranstaltung, das ist nicht AfD. Und das halte ich auch für richtig. Ich finde es auch völlig legitim, dass es Mitglieder gibt, die diese Entscheidung nicht gutheißen, weil sie dazu eine andere Position haben. Sie ist aber so entschieden worden, sie hat in der Sache rechtlichen Bestand und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Und dann müssen sich, so ist das in der Demokratie nun mal, diejenigen damit abfinden, die damit vielleicht auch nicht einverstanden sind. Diese Annullierung ist rechtsgültig bislang und sie wird es auch bleiben. Ja, ich meinte das natürlich nur in Hinblick auf Ihre Einschätzung, dass sich die Lage allmählich beruhigt hat. Ja, gucken Sie mal, wir haben ein neues Jahr, 2021, das ist ein Wahljahr. In dem Wahljahr guckt man nach vorne und nicht zurück, dass wir im Jahr 2020 eine ganze Menge Auseinandersetzungen hatten, die für meine Begriffe notwendig waren. Das ist sicherlich so, aber jetzt interessiert uns nicht mehr die Diskussion von Kalkar, die mit Verlaub nun auch 2 Monate her ist, die interessant war und für meine Begriffe auch notwendig war,
sondern uns interessieren die vor uns liegenden Wahlen. Das sind die beiden Landtagswahlen jetzt, das ist die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt dann im Juni und natürlich die Bundestagswahl in besonderem Maße. Mich würde eine Sache noch interessieren. Was sagen Sie eigentlich dazu, dass die Brandenburger AfD-Fraktion Andreas Kalbitz jetzt in die parlamentarische Kontrollkommission schicken wollte? Das ist eine Geschichte, die mich auch zunächst in Irritation versetzt hat. Es ist aber wohl so, dass diese Absicht gar nicht bestand. Es ist dann am Mittag auch wieder zurückgenommen worden, sondern es geht darum, dass jeder, der Fraktion angehört, einmal vorgeschlagen sein muss, damit man dagegen klagen kann, dass die AfD in der PKK keine Berücksichtigung findet. Das war also ein taktischer Einsatz, der dann auch sofort wieder zurückgezogen wurde. Trotzdem ist das natürlich ein Bild, das einen zunächst mal irritieren kann. So ging mir das auch, das sage ich ganz ehrlich. Warum hat Sie das irritiert? Ja, weil Herr Kalbitz in der Parlamentarischen Kontrollkommission nichts zu suchen hat, ganz einfach. Sie hören das SWR-Interview der Woche mit Jörg Meuthen, einem der beiden Parteichefs der AfD. Herr Meuthen, Sie haben es gerade schon angesprochen, in rund 6 Wochen wird in Baden-Württemberg, also in Ihrem Landesverband, ein neuer Landtag gewählt. Wie wichtig ist diese Wahl für Sie und für die AfD? Baden-Württemberg ist eines der großen Bundesländer, es ist eine wichtige Landtagswahl. Rein qua Größe. Wir haben in Baden-Württemberg bislang auch, wir sind ja nur einmal zur Landtagswahl angetreten, das war 2016, da war ich Spitzenkandidat und da haben wir 15,1% erzielt. Das heißt, wir haben hier ein erhebliches Wählerpotenzial und das ist wichtig, weil es natürlich auch eine Signalwirkung hat für die weiteren Wahlen. Es ist aber auch wichtig, dass wir im baden-württembergischen Landtag stark vertreten sind, denn da haben wir eine grün geführte Landesregierung, die hier viel Unheil anrichtet. Und das braucht eine starke Opposition. Deswegen hoffe ich und bin auch zuversichtlich, dass wir hier ein gutes Wahlergebnis erzielen. Wie viel Prozent wollen oder müssen Sie holen? Wollen tue ich 51%, aber die kriegen wir nicht. Wenn wir die Zahl drehen, 15, dann wäre das sehr schön. Dann hätten wir das bis jetzt beste Ergebnis im Westen, das 2016 war, dann hätten wir das bestätigt. Das wäre wünschenswert. Es darf gerne ein bisschen mehr sein. Wenn es 1-2 Prozentpunkte weniger sind, ist es auch kein Beinbruch. In dieser Dimension wird sich das bewegen. Und ich halte es für nicht so wichtig, was wer wann dazu sagt, wie viel Prozent es denn sein sollen. Was zählt, ist am Platz. Am Platz ist der Wahltag. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ihre Parteifreundin Alice Weidel, ebenfalls Mitglied im Bundesvorstand und Fraktionschefin der AfD-Bundestagsfraktion, hat vor einem Jahr die Führung im Landesverband übernommen. Wie ist Ihr Eindruck? Hat sie die Sache im Griff? Das ist eine Geschichte, über die ich mich nicht äußere, weil ich als Bundessprecher arbeite und hier einfaches Parteimitglied bin. Es gab da gewisse Schwierigkeiten. Wir hatten auch Auseinandersetzungen in der Frage eines Parteiausschlussverfahrens. Der Landesvorstand tut seine Arbeit und dazu äußere ich mich nicht weiter öffentlich. Es gibt jetzt zumindest sehr scharfe Kritik an Frau Weidel von ihren Gegnern in der Partei. Ich nenne jetzt nur mal ein paar Punkte. Sie habe der Partei durch ihre Spendenaffäre schweren Schaden zugefügt. Kritisiert wird auch ihr Lebensmittelpunkt in der Schweiz. Da heißt es, das gehe jetzt nicht als Führungskraft in einer patriotischen Partei. Und auch ihre Führungsqualitäten in der Fraktion und als Landeschefin werden in Frage gestellt. Sie sagen jetzt, Sie sind einfaches Mitglied in Baden-Württemberg, aber trotzdem müssen Sie ja eine Perspektive als Parteichef dazu haben. Ich habe meine Position dazu, aber die breite ich nicht in Rundfunkinterviews aus. Sollten Sie sich nicht vor Sie stellen, vor Frau Weidel? Ich sage nochmal, ich werde mich dazu nicht äußern öffentlich. Ich habe dazu meine Position. Das sind Dinge einer internen Klärung. Und ich werde mich zu den Vorwürfen, die gegenüber Frau Weidel vorgebracht werden, in keiner Weise öffentlich äußern. Es gibt ja großen Unmut insgesamt über Frau Weidel in Baden-Württemberg. Wer wäre denn eigentlich die Alternative? Gegenfrage, hielten Sie es für klug, wenn ich in einem öffentlichen Interview mit Ihnen Spekulationen dieser Art anstellte? Die Antwort kann nur lauten Nein und entsprechend werde ich das auch nicht tun. Im SWR-Interview der Woche ist Jörg Meuthen zu Gast, einer der beiden Parteisprecher der AfD. Herr Meuthen, die AfD-Fraktionschefs der Bundestagsfraktion und der Landtagsfraktion haben gemeinsam ein Thesenpapier zur Corona-Politik verabschiedet. Die erste Forderung, der Lockdown soll sofort beendet werden. Ist das auch Ihre Meinung? Der Lockdown ist eine Art Streufeuerschießen.
Und es ist immer die Frage, ob etwas angemessen und verhältnismäßig ist. Und das Problem mit dem Lockdown ist, dass er eben nicht angemessen und nicht verhältnismäßig ist. Es werden hier Verwüstungen angerichtet, Verwüstungen ökonomischer Natur, die werden im weiteren Verlauf noch sehr, sehr deutlich werden, was das eigentlich heißt, der ökonomische Schaden, der da angerichtet wurde. Und übrigens auch psychosozialer Natur, wenn Sie insbesondere an die Schulschließungen denken, aber auch an die vielen Menschen, die alleine zu Hause sitzen, die Kontaktbeschränkungen haben. Das sind Verwüstungen, die da angerichtet werden. Und da muss man sich fragen, ob das notwendig ist in dieser Art. Und die Antwort lautet nein, darum hat die Bundestagsfraktion da recht. Jetzt frage ich mich, wenn man das so macht, also wenn man den Lockdown beendet, dann wird es sehr schwierig, die Kontakte wieder nachzuvollziehen. Wie würde das die AfD eigentlich machen? Beziehungsweise finden Sie überhaupt, dass es nötig ist, dass man die Kontakte wieder nachverfolgt? Ich halte diese Zielsetzung von 50 Neuinfektionen pro Tag, damit man das alles nachverfolgen kann, für eine falsche Zielsetzung. Ich glaube auch gar nicht, dass die vollständig in toto überall erreichbar ist. Was wir machen müssen, ist, wir müssen auf die Schwerpunkte gehen. Wo findet denn das Hauptinfektionsgeschehen statt? Wo ist es am gefährlichsten? Und da muss man punktuell arbeiten und dann landen wir zwangsläufig bei den Alten- und Pflegeheimen und eben nicht in den Grundschulen. Das ist doch offenkundig und übrigens auch nicht in den Friseursalons und Restaurants. Sie haben das aber in Freiburg mitbekommen, wo sich gerade 20 Menschen, also Kinder und Erzieherinnen und Erzieher, mit dem südafrikanischen mutierten Virus angesteckt haben. Nein, den Sachverhalt kenne ich bislang noch nicht, habe ich noch nicht am Schirm. Schaue ich mir aber gerne an. Die Frage war aber, ist es nötig, dass die Kontakte nachverfolgt werden? Soweit das möglich ist, sollte man das machen, um zu schauen, wo sind die Ursprünge von Infektionsgeschehen. Es ist aber eine Illusion zu glauben, wir könnten das alles vollständig am Schirm haben und vollständig kontrollieren. Wenn wir das haben wollten, dann hieße das eine völlige Preisgabe unserer Grundrechte und Freiheitsrechte. Und ich sage nochmal, das ist unverhältnismäßig. Ich erlebe seit einem Jahr Menschen in unserem Land, die sehr verantwortungsbewusst, ganz, ganz überwiegend, ich will das nicht für alle sagen, das kann ich auch gar nicht, aber die ganz große Mehrheit der Menschen geht sehr, sehr verantwortungsbewusst mit dieser Krise um. Da werden Abstandsgebote eingehalten, da werden Masken getragen, da wird auf Handschütteln und sowas sowieso verzichtet. Das Verhalten hat sich grundlegend geändert. Die Menschen sind vernünftiger, als man glaubt. Und ich halte es für einen relativen Irrsinn, was man da macht an Kontaktbeschränkungen, wenn man zum Beispiel sagt, meine Frau und ich dürfen meinen Vater nicht besuchen, weil wir zwei sind. Aber mein Vater, der darf uns besuchen. Erklären Sie mir den Sinn einer solchen Aktion. Das ist verrückt, was da gemacht wird. Und dagegen wehren wir uns. Das heißt, wir müssen auf die einzelnen Maßnahmen schauen, welche sind vernünftig und welche unvernünftig. Es geht ja nicht darum, in toto das alles zu verdammen, sondern es geht darum zu schauen, dass wir so zielgerichtet wie möglich gegen das Virus vorgehen. Das geschieht leider mit dieser Art von Lockdown nicht. Und dagegen richtet sich unsere Kritik. Wenn man jetzt auf die Covid-Karte des Robert-Koch-Instituts schaut, dann fällt auf, dass der Osten tief dunkel ist, dass es also hier zu besonders vielen Neuansteckungen kommt, während sich die Karte im Norden, im Westen und im Süden allmählich aufhellt. Haben Sie eine Erklärung dafür? Es war am Anfang so, dass der Osten da die deutlich niedrigeren Werte hatte und jetzt gibt es so eine Art Nachholeffekt, dass jetzt der Osten stärker betroffen ist, während es im Westen schon abklingt. Es klingt mittlerweile im Osten aber auch ab. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, sieht einen Zusammenhang zwischen den hohen Corona-Infektionszahlen und der dortigen Zahl von AfD-Anhängerinnen, weil sie Abstandsregeln und Maskenpflicht eben nicht einhalten. Ist das plausibel? Also hier macht Herr Wanderwitz seinem Namen tatsächlich alle Ehre. Das ist wohl ein wandernder Witz, was Herr Wanderwitz da äußert. Für was will man die AfD eigentlich noch verantwortlich machen? Die AfD sei verantwortlich dafür, dass wir im Osten höhere Infektionszahlen haben. Lächerlicher geht es überhaupt nicht mehr. Demnächst wird man uns noch verantwortlich machen für die punischen Kriege. Was denken Sie dann über Ihren Parteifreund Thomas Seitz, der selbst schwer erkrankt war an Corona, aber jetzt immer noch findet, dass es eigentlich gar keine Pandemie gibt? Ich teile die Position von Herrn Seitz nicht. Herr Seitz hatte es tatsächlich, ich sage das mal so salopp, schwer erwischt. Der lag lange im Krankenhaus und das war wohl auch richtig auf der Kippe mit Beatmung und allem. Es ändert aber sein Urteil nicht. Herr Seitz hat ja auch niemals bestritten, dass es das gibt. Und es hat ihn bedauerlicherweise erwischt und wohl sehr heftig erwischt. Er hat es glücklicherweise überstanden und ist auf dem Weg der Besserung.
Das ändert aber nichts daran, dass er eine differenzierte Position dazu hat, die ich, soweit ich sie kenne, nicht vollständig teile. Aber daraus wird ja in der öffentlichen Diskussion gerne gemacht, hat Corona gehabt und leugnet Corona immer noch. Das hat Herr Seitz nie getan. Da muss man dann schon genauer hinschauen, was er konkret sagt. Genau, er hat gesagt, es gibt keine Pandemie. Man kann sich ja auch darüber streiten, ob man das als eine Pandemie bezeichnet oder nicht. Ich selbst neige dazu einer anderen Auffassung. Ich halte den Begriff Pandemie für richtig. Herr Meuthen, werden Sie sich eigentlich impfen lassen, wenn Sie die Gelegenheit dazu bekommen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine persönliche Frage. Ich sage Ihnen ehrlich, dass ich da immer noch unentschieden bin. Ich halte es vor allen Dingen für wichtig, dass man es den Menschen freistellt. Das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder Einzelne für sich treffen muss. Und wir haben hier eine Informationslage, die so ist, dass es nachvollziehbar ist, wenn Menschen sagen, das möchte ich nicht, und es nachvollziehbar ist, es zu tun. Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen und die ist bei jedem Einzelnen auch zu respektieren. Ich würde mich auf jeden Fall dagegen wehren, wenn Menschen daraus Nachteile erwachsen, wenn sie die Impfung für sich selbst ablehnen. Also ein klares Ja oder Nein, werden Sie sich impfen lassen, wollen Sie mir nicht geben? Ich sage es Ihnen, wie es ist, ich bin noch unentschieden. Ich bin aber auch so oder so nicht dran. Also ich habe noch nicht das Alter, dass ich da schnell dran wäre. Das heißt, bis ich dran komme, aufgrund des angerichteten Impfchaos der Kommission, das ist vielleicht der einzig positive Effekt, habe ich noch ein bisschen Zeit. Was hätten Sie konkret anders gemacht, Herr Meuthen? Wenn man sich darauf versteift, dass die Lösung aus der Krise heraus der Impfstoff sei, dann muss man auch schnell und deutlich reagieren. Man hätte seitens der Europäischen Union, als es dann an sie delegiert wurde, das war im Juni letzten Jahres, nicht monatelang warten müssen mit den Vertragsabschlüssen, sondern man hätte sie unmittelbar machen müssen und man hätte sie übrigens auch mit allen Anbietern machen müssen, und zwar in Form einer Vollversorgung. Es ist ausgerechnet worden, dass wenn man bei allen potenziellen Anbietern, das waren zu dem Zeitpunkt 6, einen Vertragsabschluss gemacht hätte mit Vollversorgung, und zwar durch den einzelnen Anbieter, dann hätte das etwa 7 Milliarden gekostet. Und da hat man offensichtlich die Kosten gescheut, was lächerlich ist, wenn Sie sich anschauen, dass die gleiche Kommission 750 Milliarden für einen sogenannten Recovery Fund, also für einen Wiederaufbaufonds, der von Corona angerichteten Schäden ganz problemlos zur Verfügung stellt. Dann sind 7 Milliarden eine vergleichsweise überschaubare Summe. Entsprechend haben ja auch andere Staaten so reagiert. Die Kommission hat es nicht getan. Wir hätten bei allen das volle Programm bestellen müssen, dann hätten wir heute diese Not nicht. Hat man versäumt. Sie hören das SWR-Interview der Woche mit Parteichef Jörg Meuthen von der AfD. Herr Meuthen, lassen Sie uns noch mal kurz vorausblicken auf die Bundestagswahl. Sind Sie inzwischen weitergekommen in der Frage, wer hier als Spitzenkandidat für die AfD in den Bundestagswahlkampf geht? Nein, das ist eine offene Geschichte deswegen, weil auch die Aufstellungsversammlung der Landeslisten für die Bundestagswahl noch gar nicht abgeschlossen ist. Einige Landesverbände haben das mittlerweile abgeschlossen, andere nicht. Also in Baden-Württemberg steht das aus, in Nordrhein-Westfalen steht das aus, in Bayern steht das aus. Das haben wir die drei größten Bundesländer zusammen, exemplarisch, und für etliche weitere gilt das auch, wo die Listenbildungen überhaupt noch nicht abgeschlossen sind. Solange die nicht abgeschlossen sind, ist es müßig, darüber zu spekulieren. Wie sehen Sie eigentlich Ihre eigene Zukunft als Parteichef? Nun, ich mache diese Aufgabe. Ich bin zunächst gewählt bis zur Neuwahl des Bundesvorstandes, die Ende dieses Jahres stattfinden wird. Ich mache das nach wie vor mit großer Freude, mit großem Engagement. Und ich werde das so lange machen, wie das gewünscht wird. Ich sehe das als einen Dienst an der Partei, den ich anbiete. Wir machen das bei uns, finde ich, auch richtig im Ehrenamt. Das heißt, unentgeltlich. Ich finde das eine großartige Aufgabe, die ich nun seit fast 6 Jahren, 5,5 Jahre sind jetzt voll, mache. Und ich mache es mit großer Freude. Wenn es gewünscht wird, mache ich es so lange, wie es gewünscht wird. Wenn es nicht mehr gewünscht wird, dann werde ich mein Brot gegeben haben. Wird die AfD ewig Oppositionspartei sein? Nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass die Zeit kommen wird, die jetzt, um daran keinen Zweifel zu lassen, 2021 noch nicht reif ist. Das kann aber 2025 ganz anders aussehen. Es muss auch nicht zwingend vom Bund ausgehen. Üblicherweise kommt sowas von Ländern. Das werden wir sehen. Wir wollen ja Politik gestalten und Politik gestaltet man aus der Regierung besser. Infolgedessen streben wir logischerweise auch die Übernahme von Regierungsverantwortung an. Wir tun das aber nicht um jeden Preis. Wir werden uns dafür nicht verraten und verkaufen, sondern wir würden dafür nur zur Verfügung stehen, wenn wir unsere Programmatik eben auch zu erheblichen Teilen durchsetzen können.
Und das war das SWR-Interview der Woche mit Parteichef Jörg Meuthen von der AfD. Danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Was ist das Problem bei diesem Interview? Auf den ersten Blick wirkt es so, aus unserer Sicht, Jörg Meuthen hat es gut gemacht. Er hat deutlich widersprochen, hat immer wieder betont, es ist unverhältnismäßig, die AfD ist ganz sicher kein Verdachtsfall, dafür gäbe es keine Grundlage. Aber das ist unsere Sicht, unsere wissende Sicht. Es ergeben sich folgende Probleme. Man muss sich in die Blase hineinversetzen, in der sich die alten Medienkonsumenten bewegen. Das darf man nicht unterschätzen. Der Reporter stellt es so dar, er wiegelt gleich ab. Ja, das ist natürlich das, was jetzt Sie sagen. Das ist das, was Sie sagen. Und es wirkt dann so, dass Jörg Meuthen halt irgendwas erzählt, weil er halt AfD-Politiker ist und dann muss er natürlich was Gutes für die AfD sagen. Aber das ist halt nur deshalb, sagt er das. Und in Wahrheit ist es natürlich ganz anders. Im Grunde so wischt der Moderator das sofort weg. Es geht um den Kampf zwischen zwei verschiedenen Frames. Wir haben den täuscherischen Medienframe vieler faschistoider Medien, die den Eindruck erwecken, die diese Blase herstellen, diese Fantasiewelt herstellen. Die etablierten Parteien, CDU, SPD, Grüne, sie wären die besten Demokraten. Sie würden die Demokratie schützen und da käme der Angreifer AfD. Und das sei es vollkommen rechtsmäßig, die AfD jetzt zu beobachten. Es ist jetzt nicht allein ein Problem von Meuthen. Viele wissen, ich sehe Jörg Meuthens Rolle kritisch, sehr kritisch. Ich habe darüber auch einige Videos gemacht. Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um das wieder zu wiederholen. Es ist aber ein Problem von vielen Leuten, nicht nur von Jörg Meuthen. Es ist das Problem, dass generell Opfer von Verbrechen haben. Oft glaubt die Polizei diesen Leuten nicht. Mir ist ein Fall bekannt, da hat also ein Mädchen was erzählt mit ruhiger, monotoner Stimme. Und weil das so wenig aufgebracht war, sie das so runtergeleiert hat, in Anführungszeichen, haben die Polizisten ja nicht geglaubt. Und das Gleiche ist das Problem mit der AfD. Wir sind das vollkommen gewohnt, die Hetze. Wir regen uns darüber nicht mehr auf. Und dann, wenn man das dann schildert, weil wir es so gewohnt sind, für uns ist klar, ja, die Altmedien, die erzählen sowieso, die lügen sowieso, weil wir uns schon so damit beschäftigt haben, reden wir dann relativ ruhig. Aber es ist natürlich unfassbar. Und man muss sich dann, wenn man die Leute überzeugen will, wenn man den Altmedien-Frame bekämpfen will und mit seinem Frame gewinnen will, dann muss der eigene Frame schlüssig sein für den Altmedienkonsumenten. Und das ist ja ein ungeheurer Vorwurf, den Jörg Meuthen macht im Grunde. Er sagt jetzt, nicht die CDU, SPD sind die heiligen Demokraten. Der Frame besagt natürlich, dass genau CDU, SPD durch die Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes, dass sie die Demokratie attackieren. Das ist ein ungeheuerlicher Vorwurf. Also für den Altmedienkonsumenten ungeheuerlich, wir haben uns längst daran gewöhnt. Und das muss er dann auch genauso vorbringen. Also das muss er dann in der Ungeheuerlichkeit schildern und dann auch entsprechend die Medien und die Altparteien dafür angreifen und das so auf den Punkt bringen. Das ist aber das, was sich die AfD-Leute oder auch Querdenken öffentlich nicht trauen. Sie trauen sich nicht, die Altmedien anzugreifen. Es ist hier, dabei ist es vollkommen risikofrei. Es ist nur Präzision gefragt. Man schildert einfach das, was passiert. Also man vermeidet Vokabeln, wertende Vokabeln. Wertende Vokabeln bringen nichts. Man beschreibt, was passiert und dadurch ergibt sich der Vorwurf. Das muss man ausführlich tun. In dem Interview war es natürlich so, das ist auch ein Problem, der Moderator wird von sich aus das Thema nicht darauf lenken. Der Moderator, darauf hätte Jörg Meuthen auch eingehen können, hat im Grunde wieder diese Themenlenkung ausgespielt, manipulative psychische Tricks, indem die Themenlenkung wieder ging auf Rechtsextremismus in der AfD und das eigentlich Ewigkeiten ging. Das ist ja auch der Zweck davon, ein Hauptzweck mit dem Verfassungsschutz in den Verdachtsfall, dass man dieses Thema spielen kann und man eine gute Ausrede hat. Das ist ja gerade aktuell, das hat ja der Verfassungsschutz gesagt.
Und egal, wie gut Jörg Meuthen jetzt sagt, ja, wir sind demokratisch und so weiter und so fort, es bleibt dann immer ein Zweifel. Es findet eine Verknüpfung statt, je länger das Thema gespielt wird. Auf diese manipulativen Tricks muss jeder AfD-Vertreter, Jörg Meuthen oder wer auch immer, querdenken, Wir 2020, Basispartei, jede Partei, die damit konfrontiert wird, muss auf manipulative Tricks, die in einem Interview stattfinden, aufmerksam machen. Erst dann und nur dann richtet es sich gegen die Öffentlich-Rechtlichen oder gegen den Interviewer, wenn diese manipulativen Tricks ins Oberbewusstsein rücken. Das heißt, die Verteidigung muss immer gleich in einen Angriff übergehen, inhaltlich. Nicht verbal ausfällig, sagen die Lügenpresse, das bringt gar nichts, sondern betreibt dann die Themenlenkung auf das Verhalten der Öffentlich-Rechtlichen. Beispielsweise auch mit dem Verdachtsfall. Das fehlende Hinterfragen. Die ganze Zeit schon, seit Jahren. Jörg Meuthen hätte auch aufmerksam machen können auf die Interviewführung, auf die Fragestellung. Welche Fragen werden gestellt, welche Fragen werden nicht gestellt. Dass letztes Jahr in Hamburg die AfD keine öffentliche Straßenveranstaltung machen konnte, darauf wurde die Themenlenkung nie gelenkt. Jörg Meuthen kann einfordern in dem Interview, dass er auch zu diesen Dingen befragt wird. Und natürlich, dass er zur Regierungsarbeit befragt wird und nicht eine halbe Stunde lang über Verdachtsfall Rechtsextremismus. In dem Interview gab es noch ein zweites Problem. Und das ist generell Jörg Meuthens Positionierung, die ihn unglaubwürdig macht. Er hat ja den Frame, es ist vollkommener Blödsinn, die AfD als Verdachtsfall zu behandeln. Dafür gäbe es keine Grundlage. Er selbst hat aber Andreas Kalbitz Unmöglichen gestellt. Warum hat Sie das irritiert? Ja, weil Herr Kalbitz in der Parlamentarischen Kontrollkommission nichts zu suchen hat, ganz einfach. Der Vorwurf gegen Andreas Kalbitz ist, dass er Angaben nicht gemacht hätte. Und deswegen wurde seine Mitgliedschaft rückgängig gemacht. Jörg Meuthen hat ihn aber selbst in Schutz genommen, hat gesagt, Andreas Kalbitz hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Wenn er jetzt sagt, Andreas Kalbitz ist unmöglich, dann stellt er ihn als undemokratisch hin. Und damit öffnet er Tür und Tor für die Argumentation mit dem Verdachtsfall. Andreas Kalbitz ist ja nicht irgendwer. Er hat in Brandenburg das spektakulärste Ergebnis überhaupt geholt, für die AfD kann man sagen. Weil in Thüringen und Sachsen, das sind immer konservative Hochburgen gewesen, aber Brandenburg ist stark links dominiert. Dass die AfD dort über 20% holen konnte, das wird, glaube ich, gar nicht hoch genug eingeschätzt. Es wird dann immer so getan, es sei ja selbstverständlich. Das ist es überhaupt nicht. Und es gibt natürlich viele Leute, die hinter Andreas Kalbitz stehen. Sie alle werden angegriffen, weil sozusagen eher sie sich mit diesem Menschen solidarisieren. Und wenn dieser Mensch so unmöglich ist, wie Jörg Meuthen es suggeriert, dann stellen sich ja diese ganzen Leute, dann wirkt das wie eine Insel, dann strahlt das auf alle negativ aus. Und das ist verheerend. Stattdessen muss jeder AfD-Vertreter darauf aufmerksam machen, die Grünen, die Vergangenheit der Grünen, die Vergangenheit ganz vieler Altparteienpolitiker. Und selbst wenn jetzt Andreas Kalbitz in der HDJ gewesen wäre, kann man genauso gut sagen, ja, die Altparteien, die ganzen Altnazis in der CDU, die Grünen mit ihren klar demokratiefeindlichen kommunistischen Vereinigungen, wo ganz viele Leute herkommen. Es ist ja auch nicht gerecht, dass man Leuten keine zweite Chance gibt. Deswegen, wenn man dieses Fass aufmacht mit Andreas Kalbitz, und das hat er schon wieder gemacht, dann zersägt er seinen eigenen Frame. Dann sagen sich die Leute, ja okay, ja, da stimmt es ja mit der Führungsfigur in Brandenburg nicht, dann stimmt es ja in ganz Ostdeutschland nicht, in der AfD. Dann ist es ja auch gerechtfertigt. Und dann wirkt das so, ja gut, Jörg Meuthen hat gesagt, das ist natürlich ungerecht, das sagt er, weil er in der AfD ist. Dann ist sein ganzer Frame inhaltlich nicht logisch, unglaubwürdig und bricht zusammen. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass er da zwar dem deutlich widerspricht, aber er ein bisschen so redet, als wäre das halt ganz normal. So ein bisschen Business as usual. Diese Verdachtsfalleinstufung. Dabei ist es ja eine faschistoide Attacke. Und da ist man nicht so, ja, das ist halt so das Alltagsgeschäft, jetzt wird halt das macht halt der politische Gegner. Das ist überhaupt nicht normal. Dann kann man das auch nicht so in einem normalen Tonfall darstellen. Das ist jetzt halt das typische Radiointerview. Und das ist jetzt halt so, und das machen die anderen halt, und das stimmt aber natürlich nicht. Das passt nicht zu dem Frame. Und wie gesagt, ist das jetzt, da ist jetzt nicht der Vorwurf zu machen, dass er jetzt einfach, dass es halt Jörg Meuthen ist und er überhaupt nicht ehrlich dran glaubt, sondern das Problem ist generell bei Verbrechensopfern,
dass ihnen oft kein Glauben geschenkt wird, weil sie das dann nicht so rüberbringen. Nicht so herzzerreißend, wie eigentlich die Geschichte ist. Und es ist dann nochmal eine Kunst, sich da reinzuversetzen und das dann auch so rüberzubringen, wie es tatsächlich ist. Und sich das muss man sich erstmal wieder vor Augen führen. Auch wir gewöhnen uns daran. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, was hier passiert mit Querdenken, mit der AfD, wie unfassbar das ist. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.